So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute melden wir uns direkt mal wieder aus der Küche. Heute habe ich nämlich wieder eine ganz besondere Folge für euch am Start. Pupsi isst so gerne Spaghetti, dass sie immer losgeht. Die packt sich immer hier so wie so Miraculi. Gibt es ja auch diese Billigvarianten. Gibt es natürlich dann eben nicht nur mit Tomatensauce, gibt es auch mit Käsesoße. Die geht jedes Mal also los. Kauft sich so eine Packung Spaghetti mit Tomatensauce. Ich habe irgendwann gesagt, pack das doch mal zusammen. Es gibt doch auch Spaghetti mit Käsesoße. Wieso machen wir nicht einfach die Tomatensoße und die Käsesoße zusammen? Haben das dann so probiert und dann hat die das so genial gefunden. Da ist sie los, hat jedes Mal so eine Packung Spaghetti mit Tomatensoße gekauft, eine Packung Spaghetti mit Käsesoße, hat aber immer nur einmal Spaghetti gemacht, hat aber von beiden Packungen die Soßen zusammengewürfelt. Das Resultat, jetzt habe ich hier Spaghetti übrig. Ich habe noch mehr Spaghetti übrig und ich habe sogar noch mehr Spaghetti übrig. Jedes Mal, wenn ihr jetzt Spaghetti macht, bleibt eine ganze Packung Spaghetti über. Ich stehe dann da, ich habe die ganzen Spaghetti am Hals sozusagen, weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich muss dann immer los, muss mir da irgendwo Pesto kaufen oder so, damit ich eine Packung Spaghetti mit Pesto machen kann. Eine Packung Spaghetti mache ich dann einfach mit Ketchup. Eine Packung Spaghetti mache ich dann mit irgendwelchen Dips oder sonst was. Und letztens vom Silvester, was jetzt schon wieder 10 Jahre her ist, waren noch Dip-Soßen da, so Tortilla-Dip-Soßen von einer ganz günstigen Marke auch. Das muss nicht immer teuer sein. Vor allem für den Zweck würde ich niemals teure Chio-Dip-Soße nehmen, obwohl die kaufe ich auch so nicht. Und dann habe ich ein paar Tortillas gegessen mit dieser Hot Mexicana Salsa, mit diesem Salsa-Dip. Fand ich ganz lecker, hab gedacht, gut, aber du willst ja auch diesen Käsedip essen mit den Tortillas, fand ich auch lecker. Und irgendwann ging es mir so auf die Nüsse, dass ich immer links in den Bottich rein muss und rechts in den Bottich rein und hab die zwei Gläschen Salsa und Käse einfach genommen, hab sie zusammen in ein Schälchen, hab das rumgerührt, hab das vermischt und als ich dann beides in einer Mische hatte und habe das probiert, das war so delicious, das hat so gut geschmeckt, dass ich gedacht habe, da noch Nudeln dazu, das wäre doch die perfekte Soße für Nudeln. Also bevor ich irgendwas mir gönne, gehe ich los, hole mir für 99 Cent so ein Glas Dip und das andere natürlich auch, das Käse. Und dann habt ihr schön scharfen Käse, Salsa, Dip, richtig cremig, frisch, würzig, alles dabei. Und heute wollen wir also mal Spaghetti machen. Mit Salsa-Soße, mit Nacho-Cheese-Salsa-Soße. Gucken, wie das schmeckt, wie das aussieht. Vielleicht packen wir auch noch ein paar Pringles rein. Von Silvester steht nämlich auch noch eine Packung Pringles hier. Wenn wir die noch klein knuspern und dann da drüber streuen, dass dann noch ein bisschen so wie eben so Tortilla-Chips mit Spaghetti, also so eine Mischung, kann man ja mal machen. Bierwurst habe ich auch noch übrig, ist auch schon seit 10 Jahren auf. Die werde ich auch noch mit reinschneiden, denn das war das, was wir immer gemacht haben. Immer Bierwurst in die Soße geschnitten, in die Käse, Tomatensoße und zu den Spaghetti. Und das war immer so lecker, so herrlich, so genial. Wir wollen das jetzt mal vorbereiten hier und gucken mal, wie das dann aussieht, wie das schmeckt natürlich. So, das Wasser habe ich schon mal auf den Ofen gestellt. Ihr seht, deshalb filme ich eigentlich nie in der Küche. Die Belichtung ist so mega wack, einfach nur, dass alles kriselig ist, das ganze Bild. Wir lassen jetzt erstmal die Nudeln hier kochen. Das Wasser kochen für die Nudeln. Wir brauchen natürlich nur eine Packung, sonst ist das wieder zu viel. Obwohl ich nicht weiß, bei zwei ganzen Gläschen Dip ist das vielleicht doch krass, wenn man nur eine Packung Nudeln nimmt. Vielleicht kann man auch einen Dip für eine ganze Nudelpackung nehmen. Wir probieren es aber heute mit einer Nudelpackung. Die andere hebe ich einfach auf. Hier haben wir auch noch Bierwurst am Start natürlich, damit es auch noch ein bisschen fleischig ist. Die werden wir uns jetzt klein machen. Da habe ich so einen lustigen Häcksler und lasse die Nudeln, die kann ich eigentlich schon aufmachen. Bäm! Macht ihr das auch immer so oder gebt ihr die im Ganzen rein? Ich breche die eigentlich immer auf und tue die dann so halbiert in den Topf geben. Und ja, guck mal, ja, wo denn? Genau, schnappt ihr einfach ein paar raus. Bruder, gönn dir Nudeln. Wir nehmen uns jetzt aber trotzdem ein Messer und tun die mal vierteln, also einmal in der Mitte durch und nochmal in der Mitte durch. Dann geben wir das alles in den Mixer, dass das schön klein gemacht wird für die Soße.
Soße. Seitdem Uwe immer Soße so komisch ausspricht, komme ich mir immer komisch vor, wenn ich das Wort Soße sage. Sisa, so, Soße. Hier haben wir das mal vorbereitet. Hier haben wir jetzt also diesen hässlichen Mixer. Da schmeißen wir jetzt einfach die Wurst rein. Das sieht dann so aus. Ist das nicht heftig? Adi! Gut, Adi interessiert sich nicht. Jetzt müssen wir noch den blöden Deckel drauf machen. Wie rum war das? So rum lässt er sich nicht greifen, also ist er so rum richtig. Ich hätte das ja andersrum gemacht, aber irgendwie muss man da den Sinn nicht verstehen. Jetzt ist das fest. Das packen wir jetzt noch oben drauf. Und jetzt haben wir hier zwei Stufen. Wir nehmen gleich mal die zweite. Alles gut, ja? Hast dich gar nicht erschrocken. Ich dachte, du rennst weg. Nein, der Adi, der ist hart im Nehmen. So, da haben wir es eigentlich schon fertig. So sieht das dann aus, dass die Wurstpampe, die wir dann hinterher schmeißen in die Soße. Ich kann sie nochmal ins Licht halten, dass man das besser sieht. Hier lecker Wurst, ne? Für die Soße, kleingehäckselt. Die lassen wir jetzt mal hier stehen. Sieht aus wie eine CD-Spindel. Habt ihr auch CDs, dann gönn die mal oben drauf. Ist bestimmt richtig genial. So, jetzt sind die Nudeln, glaube ich, denke ich mal fertig. Ich habe mir jetzt ja auch so ein lustiges Sieb besorgt. Habe das komische Licht mal angemacht. Jetzt ist alles gelb und hässlich. Ja, ich glaube, ich mache das Licht doch wieder aus. Sieht immer noch doof aus. Gut. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier die Nudeln vom Herd runter. Eigentlich müssten wir den auch mal ausmachen. Huch. Die pack mal jetzt mit einer Hand hier in den Sieb. Oh mein Gott, ihr seht nicht super. Das ist jetzt richtig fett und heftig, wie ihr sehen könnt vielleicht. Die tun wir jetzt ein bisschen hier rumschlabbern, dass sie abtropfen. Warte mal, ich muss euch mal da hinstellen. Das ist ja jetzt hier, ne? Ihr wisst ja, was da los ist. Macht mal hier ein bisschen so und ein bisschen da, keine Ahnung. Tu das da hier. Dann nehmen wir das Ganze und schmeißen es wieder zurück in den Topf. Einfach so. Zack. Jetzt, wo wir es zurück in den Topf haben und ich sehe, dass es immer noch doof ist. Alter, wo ist denn hier das Blöde? Es ist so scheiß dunkel überall immer zu. Ich nehme jetzt einfach nur mal, dass das hier nicht alles verbrennt. Diese komische hier, diesen Rost, also dieses Gitter. Tu mal den Topf, weil der ist ja heiß, auf das Gitter. Das Gitter sieht nebenbei richtig schön aus. Jetzt nehmen wir hier die Wurst raus. Aufpassen, dass die Katze nicht daran geht, sonst hat sie gleich keinen Kopf mehr. Packen jetzt mal die Wurst hier auf die Nudeln. Ja, das sieht gut aus. Den Rest werde ich gleich noch rauskratzen und jetzt kommt der besondere Moment. Jetzt wollen wir nämlich die Dips aufmachen. So, keine Ahnung. Ihr seht schon, die Katze sitzt im Topf, so sieht es zumindest aus. Nehmen wir zuerst hier den Boom, den Cheese Dip. Obwohl, den kann ich trotzdem von oben, glaube ich, einfüllen. Und natürlich den Salzer Dip. Ihr seht, das knallt schön. Ich probiere das jetzt mal so. Unten ist eine Frau vorbeigelaufen, die hat gerade hier hochgeguckt. Und den kippt ihr jetzt einfach oben drüber. Ich glaube, das hätte wirklich gereicht für diese eine Portion Nudeln. Jetzt habe ich es aber, beim nächsten Mal weiß ich, ich muss mehr machen. Jetzt kippt ihr einfach mal den Käsedip hinterher für eure Nudeln mit allem drum und dran. So, das sieht doch gut aus. Das müssen wir gleich rummachen und dann können wir es probieren. Ich werde jetzt aber mal hier die restliche Wurst rauskratzen, die restlichen Dips ein bisschen rauskratzen. Ne, Adi, was sagst du? In der Zwischenzeit, hier stand vorhin noch was rum. Das habe ich jetzt hier an die Wand gehangen. Das ist nämlich der Pechkekskalender. Und dann habe ich hier sogar in der Zwischenzeit, habe ich meinen Pizzakarton aufge... Zack! Mein Pizzakarton aufgehangen vom Pizza Oktoberfest und hier die zwei hässlichen Kartons vom Luca. Ich will keine Werbung für Luca machen, aber ich habe die Kartons halt einfach da aufgehangen. Nein! Was machst du da? Du bist fett, du siehst aus wie ich. Hör mal auf, den Käsedip zu essen, Bruder. So, Schnauze voll. Ich setze mich jetzt wieder an meinen normalen Platz, wie auch immer, wie das hier sein sollte. Hier seht ihr jetzt nochmal, so sieht das jetzt gerade aus.
Das müssen wir jetzt aber auf jeden Fall noch rummachen. Ist auf jeden Fall eine Riesensauerei. Ich zeige euch das mal von hier. Vermischen das mal ein bisschen. Schön die Nudeln hochheben, durch die Soße tunken. Schön, dass sich der Käse vermischt. Der Käsedip mit dem Salzer-Dip, dass die Bierwurst auch schön eingedeckt ist. Oh mein Gott, sieht das brutal aus. Und ihr seht, wir haben die Bierwurst jetzt nicht angebraten. Wir haben auch den Dip nicht warm gemacht. Wir lassen das einfach alles so, wie es ist. Wir machen das alles ein bisschen hier rum nochmal. So, der ganze Bottich ist voll. Ich glaube, das ist wirklich so cremig. Das hätte wirklich noch für eine andere Packung, für eine zweite Packung Nudeln gereicht. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir wollen das jetzt aber mal probieren. Wenn wir hier eine Gabel voll rausschlotzen, verdrehen wir hier ein bisschen was an der Gabel. Probieren mal jetzt diese Spaghetti, Nacho, Cheese, Salsa, Dip, Variante, wie auch immer. Oh mein Gott. Ist das mächtig. Ich sag's euch. Sucht euch eine Freundin, die immer Nudeln übrig lässt. Die immer zweimal Soße macht und nur einmal Spaghetti. Dass ihr jedes Mal eine Packung Spaghetti übrig habt. Und dann gönnt euch richtig fett. Anstatt ihr teure Soße kauft, wo ein Gläschen, bisschen Tomatensoße hier 3 Euro oder so kostet und ihr habt so einen kleinen Klecks nur, den ihr dazu machen könnt, gönnt euch einfach zwei Gläschen Nacho-Soße, Nacho-Dips, schmeißt die daran, ihr werdet keinen trockenen Hals bekommen, ihr habt einfach übelst die Geschmacksvielfalt, es ist ein bisschen scharf, es ist ein bisschen cheesy, es ist ein bisschen Paprika, es ist auf jeden Fall alles, aber es ist auf jeden Fall heftig lecker und es ist fett. Also nicht nachmachen, ne? Ist eigentlich ungesund alles, wie immer halt. Alles, was ich zeige, ist ungesund. Wir haben aber jetzt auch immer noch die Möglichkeit, nochmal ein paar Chips drauf zu basteln. Wer es ein bisschen kross mag oder knusprig. Und damit könnt ihr auf jeden Fall jetzt euren Spaß haben. Wir haben hier aber noch ein paar Pringles. Wir nehmen uns mal einen Stapel raus. Und, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt macht. Ihr zerdrückt den einfach in der Hand. Und wenn der schön zerdrückt ist, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dass wir das hier drauf noch so verteilen können. So könnt ihr noch nachwürzen und habt noch so eine Tortilla-Note dabei. Ihr könnt jetzt natürlich auch andere Sachen nehmen. Ihr könnt euch auch billige Paprika-Chips nehmen, wo es immer so in Eimern gibt. Hauptsache, es ist irgendwo eine knusprige Note da. Es ist so eine Art Röstzwiebeln da, diese getrockneten Röstzwiebeln, die es immer gibt. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit Chips, die da dabei hängen. Sieht man hier vielleicht oder auch nicht. Boah, es wird immer besser. Und gleich wirft der Adi die Kamera runter in den Topf. Das wäre auf jeden Fall genial. Einmal gönnen wir uns noch. Einmal, wo man richtig sieht hier, wie die Chips da drauf sind. Mann, die fallen alle an der Seite runter. Können die nicht jetzt da oben bleiben? Sieht man das? Ich weiß es nicht. Unglaublich. Tut mir leid, dass die Qualität vom Video so schlecht ist wieder mal. Alles, was ich in der Küche filme, ist richtiger Abfall. Deswegen mache ich das ja dann eigentlich immer hier. Aber ich wollte die Zubereitung ein bisschen zeigen. Deswegen habe ich den Anfang jetzt doch dort gemacht. Ich gönne mir auf jeden Fall jetzt noch. Ich werde nochmal eine Handvoll zerbröseln und darüber streuen.
werde den Rest jetzt essen. Ich ziehe mich zurück, ich werde es genießen. Richtig heftige Sache. Wenn ihr Nudeln übrig habt, ihr müsst nicht immer diese stinknormale Tomatensoße aus dem Glas kaufen, die nach nichts schmeckt und die trotzdem 3 Euro oder so kostet. Probiert einfach mal was aus. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich finde das genial. 2 Euro investiert und der ganze Topf ist voll, ist schön würzig, ist schön cremig. Besser geht's einfach nicht. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.